Schön, dass Sie da sind. Freut mich, dass Sie sich alle für den spätmittelalterlichen Handel und für spätmittelalterliche Kaufleute interessieren. Das ist wunderbar. Mir geht es heute um einen ganz bestimmten Aspekt dieses Handels, nämlich die Frage, wie Kaufleute mit anderen zusammenarbeiteten. Und noch konkreter, Angela hatte schon gesagt, wie ließen sie sich vertreten? Auch im späten Mittelalter erledigten Kaufleute nämlich nicht alle ihre Geschäfte selbst. Nehmen wir zum Beispiel einen Hamburger Kaufmann mit Namen Clarus Luchtmacher. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts handelte er von Hamburg nach Antwerpen. Wahrscheinlich exportierte er Bier, denn Bier war im Mittelalter der Exportschlager der Hamburger Wirtschaft. Selbst die Antwerpener tranken damals noch kein belgisches Bier, vermutlich weil es Belgien noch nicht gab, sondern besonders gerne Hamburger Bier. Clarus Luchtmacher reiste nun nicht selbst nach Antwerpen, um dort sein Bier zu verkaufen, sondern sein Bruder Andreas betrieb sein Geschäft in Antwerpen für ihn. Wenn Clarus nun etwas in Antwerpen zu tun hatte, dann bevollmächtigte er seinen Bruder Andreas, das für ihn zu erledigen. Wenn ihm ein Käufer zum Beispiel die Zahlung für das Bier schuldig blieb, dann schickte er seinen Bruder Andreas zu ihm, um das Geld einzufordern. Ein anderer Bruder der Luchtmachers, er hieß Ela, saß in London. Und auch Ela handelte nach Antwerpen. Dafür verband er sich in einer Handelsgesellschaft mit einem Lüneburger Kaufmann namens Peter Elbeck, der auch in Antwerpen ansässig war. Und dieser Peter Elbeck wiederum arbeitete noch mit einem weiteren Luchtmacher-Bruder zusammen namens Matthäus. Damit sind es jetzt aber auch genug. Sie haben es geschafft. Matthäus, der Vierte im Bunde, handelte im Namen von Elbeck in Danzig. Vielleicht kaufte er dort Wachs und schickte es nach Antwerpen und dafür sandte ihm Elbeck wahrscheinlich Rosinen, Ingwer oder feine Tuche. Nach 2 Jahren war Elbeck offenbar der Meinung, dass Matthäus Luchtmacher ihm aus diesen Geschäften noch Geld schuldete. Und deshalb beauftragte er einen anderen Danziger Kaufmann namens Georg Mand, in Danzig zu Matthäus Luchtmacher zu gehen und diese Schulden einzutreiben. Kaufleute ließen sich also an ganz verschiedenen Orten vertreten. Ihre Vertreter kauften in ihrem Namen Waren oder verkauften sie oder sie zogen ausstehende Schulden ein. Wenn sich ein Kaufmann vertreten lassen wollte, dann stand er grundsätzlich vor 2 Herausforderungen. Erstens wollte er sicherstellen, dass sein Vertreter auch in seinem Sinne handelte. Matthäus Luchtmacher sollte zum Beispiel das Wachs in Danzig nicht zu teuer erwerben und es sollte außerdem von guter Qualität sein. Georg Mand sollte mit Matthäus Luchtmacher nicht vereinbaren, dass Luchtmacher die Schulden erst in 2 Jahren zurückzahlte, denn Peter Elbeck hatte in Antwerpen Geldprobleme und brauchte das Geld relativ dringend. Diese Herausforderung betraf also die Beziehung zwischen dem Vertretenen und seinem Vertreter. In der ökonomischen Theorie würde man sagen, zwischen Prinzipal und Agent. Die 2. Herausforderung bestand darin, dass der Vertreter auch überhaupt als solcher anerkannt wurde. Man kann sich die Situation, glaube ich, relativ leicht vorstellen. Matthäus Luchtmacher sitzt in seinem Kontor in Danzig. Vielleicht ist er gerade damit beschäftigt, Wachs einzukaufen, was er dann weiterschicken möchte. Und jetzt kommt jemand zu ihm und sagt, schönen guten Tag, mein Name ist Georg Mand. Wir kennen uns zwar nicht, aber ich bin hier, um deine Schulden bei Peter Elbeck einzutreiben. Sollte er ihm das jetzt glauben und ihm tatsächlich das Geld aushändigen? Das ist die Frage, vor der Matthäus Luchtmacher jetzt steht. Also hier ist das nochmal zusammengefasst, diese beiden Herausforderungen. Handelte der Vertreter auch im Interesse des Vertretenen und wurde er als legitimer Vertreter anerkannt? Kaufleute werden nur dann Vertreter einsetzen, wenn sie sich einigermaßen darauf verlassen können, dass ihre Vertreter in ihrem Sinne handeln und wenn sie davon ausgehen können, dass die Vertreter auch als solche anerkannt werden. Und wenn diese beiden Probleme gelöst werden, dann kann eine Wirtschaft florieren. Dann kann sie nämlich expandieren und sie kann sich spezialisieren. Expandieren kann die Wirtschaft, weil ein Kaufmann nun quasi mehrere Geschäfte gleichzeitig machen kann.
Während er in seinem Kontor, zum Beispiel hier in Lübeck, saß, kaufte jemand in seinem Namen Tuche in Antwerpen, ein anderer handelte für ihn mit Wachs in Riga, ein dritter machte vielleicht Geschäfte mit Nürnberger Kaufleuten in Breslau. Dazu musste der Kaufmann nun nicht mehr selbst erst nach Antwerpen und dann nach Riga und dann nach Breslau fahren, sondern all diese Geschäfte liefen im Grunde gleichzeitig ab. Er handelte also gewissermaßen gleichzeitig mit Tuchen, Wachs und Metallen. Sein Handel expandierte. Spezialisierter wurde die Wirtschaft, weil Vertreter nicht nur an einem anderen Ort für ihren Auftraggeber handelten, sondern weil sie auch gewisse Spezialaufgaben übernahmen. Ulrich Heinhofer hatte sich zum Beispiel in Antwerpen einen Namen als Tucheinkäufer gemacht. Er wurde von verschiedenen süddeutschen Kaufleuten beauftragt, für sie Tuche einzukaufen. Andere hatten sich darauf spezialisiert, Schulden einzuziehen. Johann Heuscher galt in Antwerpen als guter Inkasso-Unternehmer. Er wurde im Auftrag verschiedener Kaufleute zum Beispiel zum Herzog von Suffolk geschickt, zu einem Nürnberger Kaufmann oder zu Abgesandten des Kaisers, um von ihnen jeweils Schulden einzutreiben. Eine besondere Spezialisierung besaßen die Vertreter vor Gericht. Das ist also auch nicht anders als heute. Sie hatten meistens Jura studiert und waren außerdem vor dem jeweiligen Gericht zugelassen. Der Lübecker Dirk Bairstow zum Beispiel bestimmte zwei niederländische Advokaten, um ihn vor einem Gericht in Brügge zu vertreten. Eine Wirtschaft konnte also expandieren und sie konnte sich spezialisieren, wenn Kaufleute mit Vertretern zusammenarbeiteten. Und damit blühte sie auf. Deshalb ist es interessant herauszufinden, unter welchen Umständen denn Vertretung eigentlich funktionieren kann. Und diese Frage, das hat der Angela auch schon eingedeutet, beschränkt sich durchaus nicht auf das Mittelalter. Auch heute noch sind Vertretungsbeziehungen fundamental wichtig dafür, dass die Wirtschaft funktioniert. Siemens zum Beispiel schickt seine Vertreter nach China oder Volkswagen lässt sich vor Gericht vertreten. Und auch heute noch treten die beiden Probleme auf, die ich hier genannt habe. Kann ich sicher gehen, dass mein Vertreter in meinem Interesse handelt? Also kann ich sicher gehen, dass er zum Beispiel keine Geschäftsinteressen nach China verkauft? Oder die VW-Chefs würden vielleicht sagen, wie kann man denn sicher gehen, dass niemand eine illegale Abgaskontrolle in die Autos einbaut, ohne dass wir davon wissen? Und wie stellt man sicher, dass zum Beispiel in China jemand als Verhandlungspartner anerkannt wird, der nicht der CEO von Siemens ist? Unvertretungsbeziehungen sind außerdem nicht nur eine Sache der großen Weltwirtschaft, sondern wir kennen sie auch aus unserem ganz unspektakulären Alltag. Schon wenn uns ein Kollege einen Kaffee mitbringt, lassen wir uns von ihm sozusagen in der Cafeteria vertreten. Und wir vertrauen einfach darauf, dass er uns den richtigen Kaffee mitbringt und dass er nicht sagt, er hat 3 Euro gekostet, wenn er eigentlich nur 2 Euro gekostet hat. Oder wenn wir ein Paket bei der Post abholen müssen, aber dafür keine Zeit haben, dann können wir unseren Nachbarn hinschicken und darauf hoffen, dass er bei der Post als legitimer Vertreter anerkannt wird und das Paket tatsächlich ausgehändigt bekommt. Um diese Probleme zu lösen, gibt es heute Verträge und Verschwiegenheitsabkommen mit den Mitarbeitern und es gibt Vollmachten für unseren Nachbarn bei der Post. Und dem Kollegen vertrauen wir wahrscheinlich einfach, dass er schon weiß, welchen Kaffee wir wollen und dass er dafür den richtigen Preis berechnet. Oder noch wahrscheinlicher, wir wissen sowieso, was er kostet und er kann uns gar nicht übers Ohr hauen. Aber wie sah das jetzt im späten Mittelalter aus? Wie wurde Vertretung organisiert und wie wurde sie abgesichert? Einige Beispiele habe ich Ihnen ja bereits vorgestellt. Um die Frage jetzt aber noch etwas systematischer anzugehen, möchte ich einen genaueren Blick nach Antwerpen werfen, und zwar in der Zeit an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Antwerpen gilt als eine der wichtigsten Handelsknotenpunkte am Übergang vom späten Mittelalter in die frühe Neuzeit. In seiner Blütezeit zwischen 1450 und 1550 kamen Kaufleute aus allen Teilen Europas an die Schelde, um dort ihre Waren zu tauschen. Kaufleute aus dem süddeutschen Raum brachten insbesondere Metalle aus den Bergbauregionen Süd- und Osteuropas. Kaufleute aus dem Norden des Reichs importierten zum Beispiel Wachs, Getreide und Asche. Auch die Lübecker Kaufleute mischten im Handel mit Antwerpen mit. Sie exportierten zum Beispiel schwedisches Kupfer nach Antwerpen. Französische Kaufleute handelten zum Beispiel mit Salz und italienische mit Seide. Einen besonders großen Anteil an Antwerpens Handelsblüte schreibt die Forschung den
englischen und den portugiesischen Kaufleuten zu. Der englische Wollstapel lag bereits seit dem 14. Jahrhundert in Antwerpen. Das heißt, jeder, der englische Wolle kaufen wollte, musste dafür nach Antwerpen reisen. Und deshalb entschied der portugiesische König, die ersten Kolonialwaren auch über Antwerpen zu handeln. Das heißt, die portugiesischen Schiffe brachten Gewürze, Zucker und Edelsteine aus den ersten portugiesischen Kolonien nach Antwerpen. Hier kamen also die Kaufleute Europas zusammen. Um die 600 Kaufleute sollen sich während Antwerpens Blütezeit gleichzeitig in der Stadt aufgehalten haben. Viele dieser Kaufleute vertraten andere oder sie ließen sich vertreten. Deshalb konnte ich am Beispiel von Antwerpen eine große Zahl von Vertretungsbeziehungen analysieren. Und das liegt auch daran, dass in Antwerpen zwei umfangreiche Quellenbestände erhalten blieben, die Auskunft geben über Kaufleute und ihre Vertreter. Das sind zum einen die Schöffenbriefe, die Sie hier links sehen, und zum anderen die Notariatsakten. Die Schöffenbriefe wurden von der Schöffenbank ausgestellt, wie der Name sagt. Das ist der Magistrat, also der Stadtrat von Antwerpen. Kaufleute konnten dort zur Schöffenbank hingehen und bestimmte Akte von den Schöffen schriftlich festhalten und damit verifizieren lassen. Im frühen 16. Jahrhundert siedelten sich außerdem noch Notare in Antwerpen an. Die wurden auch vom Stadtrat offiziell zugelassen. Gerade die Kaufleute, die von weiter her kamen, gingen nun bevorzugt zu den Notaren, die genau wie die Schöffen auch Akte verschriftlichen und zertifizieren durften. Das heißt, hier konnte man hingehen und sagen, ich setze den und den als meinen Vertreter ein und kriegte dann darüber ein Dokument ausgestellt. Die Schöffenbriefe und die Notariatsakten zeigen nun, dass es in Antwerpen insgesamt drei verschiedene Formen gab, wie man sich denn als Kaufmann vertreten lassen konnte. Erstens konnte man eine Gesellschaft gründen mit einem Kaufmann, der an einem anderen Ort Handel trieb. Ein Beispiel dafür, Hermann Kerstens aus Lübeck und Balthasar Fleming aus Antwerpen gründeten eine solche Gesellschaft und ließen sie dann in Antwerpen vom Notar beglaubigen. Beide legten jeweils 300 Pfund flämisch in diese Gesellschaft ein. Davon sollte Kerstens im Ostland Waren kaufen und sie an Fleming schicken, und Fleming sollte Waren in den Niederlanden einkaufen und sie nach Lübeck schicken. Auf diese Weise beteiligte sich also Kerstens am Handel in Antwerpen, ohne dass er sich vor Ort niederlassen musste. Und umgekehrt konnte Fleming mit Waren aus dem Ostseeraum handeln, ohne dass er dafür selbst nach Lübeck fahren musste. Die Gesellschaft sollte so lange dauern, wie es beiden Partnern beliebte. Fleming und Kerstens teilten sich hälftig die Gewinne, die Verluste, die Kosten für Zölle, für Fracht und für den Fuhrlohn. Ein anderer Lübecker Kaufmann, Georg Greiner, war eine Gesellschaft mit Wolf Riedwieser in Antwerpen eingegangen. Wolf Riedwieser mag ich besonders gern, weil er zu den Kaufleuten zählt, die sich nur schwer einer bestimmten Gruppe zuordnen lassen. Also man kann nicht sagen, der war Hansekaufmann oder der gehörte zu den Süddeutschen. Wolf Riedwieser war der Sohn von Kilian Riedwieser. Und Kilian Riedwieser stammte zwar aus Augsburg, hat sich aber in Leipzig niedergelassen, wird also in den Quellen immer als Kaufmann aus Leipzig bezeichnet. Und Kilian Riedwieser war wiederum verbunden in einer Handelsgesellschaft mit Joachim Pruner. Joachim Pruner stammte aus Berlin, wohnte aber in Antwerpen und führte von dort seine Geschäfte mit Lissabon und Venedig. Und Wolf Riedwieser nun war auch an der Gesellschaft mit Joachim Pruner beteiligt und machte daneben aber noch andere Geschäfte, zum Beispiel eben mit besagtem Georg Greiner aus Lübeck. Greiner hatte in Lübeck 18 Fässer Talg von Elisabeth Wiggerings gekauft und sie auf Schiffen nach Seeland geschickt. Riedwieser ging in Antwerpen zum Notar, um jemanden zu beauftragen, diese 18 Fässer Talg nun von den Schiffern in Seeland zurückzufordern. Offensichtlich hatten die nicht ganz verstanden, dass das bis nach Antwerpen gehen soll. Und vor dem Notar gab Riedwieser an, dass die Fässer ihm und seinem Mitgesellen Greiner gehörten. Nur weil er das tat, wissen wir überhaupt, dass es diese Gesellschaft gab. Die erste Möglichkeit, sich vertreten zu lassen, bestand also darin, dass man eine Gesellschaft gründete. Die Mitgesellen vertraten einander und so konnten Kaufleute beispielsweise von Lübeck aus in Antwerpen Handel treiben
oder sich von Antwerpen aus am Lübecker Handel beteiligen. Die zweite Möglichkeit liegt darin, einen Diener einzustellen und diesen Diener an einen anderen Ort zu schicken, damit er dort den Handel für seinen Herrn übernimmt. Auch hierfür möchte ich Ihnen ein Beispiel aus Antwerpen zeigen. Lukas Grimm begab sich im Jahr 1535 in den Dienst von Bernhard Tümbach. Beide waren Einwohner von Antwerpen. Lukas Grimm versprach, seinen Herrn Tümbach in allen Handelsgeschäften zu dienen, was immer nötig sei. Er sagte zu, dass er tun wolle, was ihm geboten werde und lassen, was ihm verboten werde. Er versprach, getreulich, willig und gehorsam zu handeln und Tümbachs Geschäfte zu dessen Profit zu führen. Ganz allgemein sicherte er zu, so zu dienen, wie ein guter und getreuer Knecht es seinem Meister schuldig sei. Und außerdem wollte er regelmäßig über seine Tätigkeiten abrechnen. Das klingt jetzt alles recht schön und nett, aber im Grunde bleibt es doch ziemlich unkonkret. Grimm will also alles tun, was nötig ist, und zwar so, wie es gut ist. Wirklich konkret wird der Vertrag eigentlich nur bei der Frage, wie lange und wo Grimm denn seinen Dienst ausüben soll. Er verpflichtet sich für 6 Jahre und sagt zu, insbesondere in England Handel zu treiben, aber auch gegebenenfalls dorthin zu gehen, wo sein Meister ihn hinschicken möchte. Aber nicht nur Grimm machte seinem Meister Versprechungen, sondern auch umgekehrt. Auch der Herr Tümbach machte seinem Diener Versprechungen. Er sagte zu, Grimm für seinen Dienst 100 Carolusgulden zu bezahlen. Außerdem wollte er für seinen Unterhalt sorgen, nur die Kleidung musste sich der Knecht selbst besorgen. Und insgesamt wolle er Grimm behandeln, wie ein guter Meister es seinem Knecht schuldig sei zu tun. Der Knecht musste dem Meister also gehorchen und er musste dorthin gehen, wo es ihm gesagt wurde. Die Beziehung zwischen Knecht und Meister kann man durchaus als asymmetrisch beschreiben. Aber einseitig war sie nicht. Beide hatten bestimmte Ansprüche aneinander. Wie ich gerade gesagt habe, versprach also nicht nur der Knecht, ein guter Knecht zu sein, sondern auch der Meister, dass er ein guter Meister sein wollte. Die Hierarchie zwischen Herren und Knechten sollte man sich generell nicht zu groß vorstellen. Die Diener stammten aus der gleichen sozialen Schicht wie ihre Herren. Diener zu sein war also kein Beruf, den man Zeit seines Lebens ausübte. Nein, man arbeitete eher eine bestimmte Zeit als Diener, um dann genügend Erfahrungen und auch genügend Kapital zu sammeln, um sich anschließend selbstständig zu machen. Lukas Rehm und Paulus Beheim zum Beispiel hatten beide als Diener in Antwerpen gehandelt. Und nach ihrer Dienstzeit führten sie dann ihre eigenen Geschäfte weiter und trieben weiter Handel mit Antwerpen. Sie nutzten also die Kenntnisse, die sie in ihrer Lehrzeit gewonnen hatten, um darauf ihr selbstständiges Geschäft aufzubauen. Im Grunde kann man sagen, Diener waren zukünftige Herren. Das war ihre Perspektive. Entsprechend sahen ihre Herren sie auch in gewisser Weise als zukünftige Kollegen. Paulus Beheim zum Beispiel arbeitete auch als selbstständiger Kaufmann weiter mit seinem ehemaligen Herrn Endres Imhoff zusammen. Den Herrn, den Sie hier sehen, habe ich noch nicht erwähnt, aber das ist eigentlich der einzige, von dem ich mal ein Bild gefunden habe, Christoph von Stetten. Er kommt aus Augsburg und hat auch als Diener in Antwerpen gehandelt bei Christoph Herwart, hat sich dann auch selbstständig gemacht und auch weiter Handel mit Antwerpen betrieben. Also er wäre dann quasi der Dritte im Bunde. Anhand der Diener lässt sich nun eines der beiden Grundprobleme von Vertretung gut diskutieren, das ich zu Anfang genannt habe. Wie konnte der Vertretene sicherstellen, dass der Vertreter in seinem Sinne handelte? Wie konnte sich der Herr absichern, dass sein Knecht nicht seine eigenen Interessen vorantrieb, sondern die Interessen seines Herrn vertrat? In der Forschung liest man dafür meistens 2 alternative Erklärungen. Entweder die Herren hätten ihre Knechte kontrolliert. Das sei insbesondere in hierarchischen Unternehmen der Fall gewesen, zum Beispiel bei den Fuggern oder den Welsern. Oder die Kaufleute hätten sich darauf verlassen können, dass ihre Kollegen den gleichen Werten und Normen folgten wie sie selbst. So soll das Netzwerk der Hansekaufleute funktioniert haben. Die Quellen aus Antwerpen zeigen nun, dass Kontrolle und gemeinsame Normen eigentlich keine Alternativen darstellten. Vielmehr gehörte beides unmittelbar zusammen.
Die Knechte in Antwerpen versprachen beides. Erstens wollten sie sich wie gute Knechte verhalten, also sich an die Normen halten. Und zweitens wollten sie regelmäßig Rechnung legen, das heißt sich kontrollieren lassen. Sie äußerten also ein recht unkonkretes Versprechen, ich will ein guter Knecht sein, und sicherten zugleich zu, dass sie darüber Rechenschaft ablegen wollten, ob sie sich an dieses unkonkrete Versprechen überhaupt gehalten hatten. Und bei näherem Hinsehen zeigt sich eigentlich, dass dieses Versprechen sogar unkonkret bleiben musste. Zu Beginn seiner Dienstzeit ließ sich ja noch gar nicht vorhersehen, in welche Situation der Knecht geraten würde. Deshalb konnte ihm sein Meister eigentlich auch gar keine konkreteren Handlungsanweisungen mit auf den Weg geben. Zudem kannte sich der Diener, wenn er sich vor Ort eingelebt hatte, meistens auch besser aus als sein Herr und gab ihm dann auch entsprechende Tipps, zum Beispiel, dass man Butter eher in Bergen kaufen sollte, weil sie in Antwerpen nicht so gut ist, oder dass die Konfitüre aus Madeira besonders gut sei. Er kannte die lokalen Gebräuche und er wusste um günstige Gelegenheiten. Ich denke, deshalb versprach der Knecht gar keine konkreten Handlungen, sondern er sicherte zu, dass er eben so handeln würde, wie es für seinen Meister profitabel sei. Und das konnte er im Grunde selber am besten beurteilen, was denn am profitabelsten sei. So erscheint es dann am sinnvollsten, dass sich Knecht und Meister auf solche eher vagen gemeinsamen Werte verständigten. Aber dabei beließen sie es eben nicht. Also sie beließen es nicht dabei, gemeinsame Werte anzurufen, sondern sie versprachen sich auch, dass sie miteinander abrechneten. Und das ist auch durchaus gegenseitig zu sehen. Also am Ende erklärt oft der Knecht den Meister für schuldenfrei und auch andersrum. Das geht auch nicht nur in eine Richtung. Das heißt, im Vorhinein ließ sich nicht ausbuchstabieren, wie ein guter Knecht sich genau zu verhalten habe, aber im Nachhinein ließ sich durchaus beurteilen, ob ein Diener denn so gehandelt hatte, wie es sich für einen guten Diener gehörte. Und wie das funktionierte, kann man sich, glaube ich, auch relativ leicht vorstellen, wenn man sich einfach mal überlegt, was zum Beispiel einen guten Freund ausmacht. Was ist ein guter Freund? Sicher fallen einem sofort einige Kriterien ein, die auf jeden Fall erfüllt sein müssten, und auch einige Beispiele, was ein guter Freund wäre und was nicht. Aber ich denke, es wäre schwer, auch hier einen ganz konkreten Kriterienkatalog aufzustellen und eine Handlungsanweisung für alle möglichen Fälle abzugeben. Und obwohl man im Vorhinein keinen genauen Katalog aufstellen kann, kann man doch im Nachhinein eigentlich immer beurteilen, ob sich jemand in einer konkreten Situation wie ein guter Freund verhalten hat oder nicht. Implizite Norm und Kontrolle müssen sich also gar nicht ausschließen, ganz im Gegenteil. Ohne gemeinsame Normen weiß man nicht, was man eigentlich kontrollieren soll, welche Punkte die Abrechnung eigentlich abprüfen muss. Ohne jegliche Kontrolle wiederum bleibt unklar, ob man eigentlich wirklich die gleichen Normen teilt. Kontrolle braucht Normen und Normen brauchen Kontrolle, beide hängen zusammen. Und außerdem haben wir schon gesehen, dass die grundsätzlichen Interessen von Knecht und Meister gar nicht so weit auseinanderlagen. Diener sahen sich als zukünftige Meister, als Kaufleute, die zwar noch nicht selbstständig waren, aber sicher bald werden würden. Sie teilten deshalb das Interesse daran, dass der Handel grundsätzlich funktionierte. Interessanterweise ist es gar nicht so einfach zu sagen, was der Knecht eigentlich genau hätte tun müssen, was nicht im Interesse seines Meisters gewesen wäre. Lange habe ich gedacht, das Geld mit Saufgelagen zu verprassen, das wäre etwas, was eindeutig nicht im Sinne des Herrn gewesen wäre. Aber selbst da gibt es einen Knecht, der das darüber rechtfertigt, dass er sagt, ja, über diese Saufgelage habe ich ja meine Kollegen besser kennengelernt, damit war ich viel vernetzter hier und damit habe ich ja eigentlich auch einem Herrn gedient. Also auch das kann man rechtfertigen, wenn man möchte. Also was kann der Knecht eigentlich wirklich tun, was gegen die Interessen des Meisters ist? Die Forschung sagt hier meistens relativ pauschal, naja, der Knecht sollte halt nicht betrügen. Allerdings wird auch in der Forschung schon betont, dass es keinen empirischen Beleg dafür gibt, dass jemals ein Kaufmann aus seinem Netzwerk ausgeschlossen wurde, weil er betrogen hatte, also dass Betrug tatsächlich sanktioniert wurde. Wir kennen bisher keinen Fall, in dem ein Kaufmann dem anderen gesagt hat, nein, ich habe dir mein Getreide anvertraut, du hast das zu billig verkauft, oder ich habe dir Edelsteine gegeben, du hast die verschlammt und deshalb will ich nichts mehr mit dir zu tun haben und ich sage allen meinen Freunden, dass sie auch nichts mehr mit dir zu tun haben sollen. Die Theorie geht so, dass das so funktionierte, aber es gibt bisher keine Belege dafür.
Aber etwas anderes kann man durchaus feststellen. Kaufleute redeten mit ihren Kollegen darüber, wen sie überhaupt in ihren Kreis hineinlassen sollten. Also uns fehlen Belege, dass ein Kaufmann aus dem Netzwerk ausgeschlossen wurde, aber wir können recht deutlich sehen, dass sich die Kaufleute Gedanken machten, wen sie denn reinlassen wollten. Hier gibt es zum Beispiel Briefe von Linhard Rottengatter aus Antwerpen, die sehr aufschlussreich sind. Er schrieb regelmäßig an seinen Dienstherrn Linhard Tucher in Nürnberg. Und dabei ging es oft um die Frage, wen man denn als Lehrjungen einstellen sollte. Rottengatter empfahl zum Beispiel den jungen Haller, er sei fleißig, tüchtig und geschickt. Silvester Tucher hingegen, den Linhard Tucher eigentlich protegieren wolle, gelte als faul, er könne nichts und er wolle auch nichts lernen. Solche Jungen konnte man nur gegen sehr viel Geld irgendwo zur Lehre unterbringen. Und im Anschluss an die Lehre erhielten sie meist noch keinen Dienstvertrag angeboten. Wer sich hingegen als Lehrjunge geschickt anstellte, konnte als Diener weiterarbeiten, sozusagen auf der Karriereleiter der Kaufleute eine Sprosse nach oben klettern. Für Rottengatter und seine Kollegen galt ein Lehrjunge als verheißungsvoller Nachwuchs, wenn er fleißig arbeitete und wenn er lernbegierig immer neue Gelegenheiten aufspürte. Es scheint, als hätten die Antwerpener Kaufleute weniger Angst vor einem betrügerischen Vertreter gehabt, als vor einem Faulen, der wertvolle Geschäftschancen verstreichen ließ. Zwei Formen von Vertretung habe ich Ihnen jetzt schon vorgestellt, die Gesellschaften und die Diener. Bleibt noch die dritte Form, an der mein Herz besonders hängt, weil sie von der Forschung bisher etwas vernachlässigt wurde, zumindest von der wirtschaftshistorischen Forschung. Und das ist die Bevollmächtigung. Wenn ein Kaufmann eine Angelegenheit nicht selbst erledigen wollte oder nicht selbst erledigen konnte, dann konnte er jemanden bevollmächtigen, an seiner Stelle zu handeln. Solche Bevollmächtigungen sind sehr flexibel einsetzbar. Man kann jemanden bevollmächtigen, allen seinen Handel in Danzig zu übernehmen, so wie das im Eingangsbeispiel Peter Elbig mit Matthäus Luchtmacher gemacht hat. Oder man kann jemanden dazu bevollmächtigen, nur ganz bestimmte Waren in Empfang zu nehmen. Das tat Peter Elbig auch, und zwar mit dem anderen Luchtmacher-Bruder Ela in London. Man kann jemanden bevollmächtigen, alle seine Streitfälle vor Gericht zu vertreten, oder man kann jemanden nur berechtigen, vor Gericht zum Beispiel eine Urkunde zu hinterlegen. Man kann jemanden zur Einziehung aller Schulden in einer Region bevollmächtigen, oder man kann jemanden nur bevollmächtigen, eine ganz bestimmte Schuldsumme einzuziehen. Besonders häufig wurden solche Bevollmächtigungen ausgestellt, wenn Kaufleute sich vor Gericht vertreten lassen wollten, oder wenn jemand Schulden für sie einziehen lassen sollte. Das kann man sich auch echt gut vorstellen, dass genau diese beiden Akte besonders die explizite Vollmacht benötigten. Und solche Vollmachten verzeichneten die Notare und die Stadtschreiber wirklich in Massen in ihren Büchern. Hier wieder ein Beispiel. Heinrich Prüsting aus Lübeck kam hier zu den Schöffen in Antwerpen, also zum Stadtrat von Antwerpen. Er wies sich aus als Bevollmächtigter von Hans Flanweyck. Dieser Hans Flanweyck hatte in Lübeck eine Vollmacht ausstellen lassen und diese Vollmacht legte Heinrich Prüsting nun in Antwerpen vor. Also er legitimierte sich als zugelassener Vertreter von Hans Flanweyck aus Lübeck. Und dann substituierte er Gert van Kunre aus Deventer an seine Stelle. Das heißt, er übertrug seine Vollmacht von Hans Flanweyck an Gert van Kunre. Und dieser Gert van Kunre durfte nun die Schulden eintreiben, die dem Lübecker noch geschuldet wurden. Was Sie jetzt hier sehen, ist leider nicht diese Vollmacht, die ich gerade dargestellt habe. Ich habe Ihnen jetzt schon so viele Bilder gezeigt von den Büchern aus Antwerpen, deswegen wollte ich mal eines dazu nehmen, wo so ein ausgestelltes Schriftstück zu sehen ist. Also das ist die ausgefertigte Version einer Vollmacht, die vom Antwerpener Stadtrat ausgestellt wurde und dann nach Lübeck geschickt oder von dem entsprechenden Kaufmann mitgenommen wurde nach Lübeck. Und deswegen liegt sie auch hier im Archiv. Das ist eine der relativ, ja, vergleichsweise wenig erhaltenen ausgestellten Versionen. Diese Vollmacht ist relativ kurz gehalten. Die Vollmacht des Stadtrats, die Notare schrieben wesentlich ausführlicher. Ein Beispiel ist hier zu sehen. Hier sehen wir die Vollmacht, die ein Antwerpener Notar für einen portugiesischen Kaufmann ausgestellt hat. Die blieb nun wiederum im Danziger Archiv erhalten. Der portugiesische Kaufmann Roderich de Xeres bevollmächtigte jemand,
in Danzig Schulden bei einem Schiffer namens Heinrich Schacht einzutreiben. Auf den ersten Blick sehen diese beiden Vollmachten recht unterschiedlich aus, aber bei näherem Hinsehen zeigen sie wichtige Gemeinsamkeiten. Sie sind ganz ähnlich aufgebaut, der Notar formulierte die einzelnen Bestimmungen nur wesentlich ausführlicher. In beiden Dokumenten wird betont, dass sie von einer öffentlichen Instanz ausgestellt wurden, entweder von einem Stadtrat, der dann sein Siegel anhängt, das man hier noch sieht, oder von einem Notar, der sich über seinen Signet ausweist, also das ist diese kleine Blume, die man da unten sieht, und unterschrieben hat er das Ganze auch noch. Anhand der Bevollmächtigungen lässt sich jetzt das zweite Problem diskutieren, das ich zu Anfang genannt habe. Wie konnte der Vertreter sich legitimieren? Also wie konnte er nachweisen, dass er tatsächlich der Vertreter des Kaufmanns ist, die er zu sein vorgibt? Ja, wie gesehen tat er das eben, indem er eine solche Vollmacht vorlegte. Heinrich Prösting brachte aus Lübeck nach Antwerpen ein solches Schriftstück mit und legte es dem Stadtrat vor. Und Rodrigo de Xeres ließ sich in Antwerpen eine Vollmacht ausstellen und gab sie seinem Vertreter mit nach Danzig. Die Bevollmächtigten wiesen sich also aus, indem sie ihre Vollmacht vorlegten. Und Notare und Schöffen verzeichneten diese Vollmachten auch noch in ihren Büchern. Deswegen wissen wir heute noch, dass es sie gab. Die Ausgestellten sind meistens verloren. Die Schriftlichkeit des Einsetzungsakts sicherte also die Legitimität schon mal ganz grundsätzlich ab. Verschriftlicht wurde das Dokument von öffentlichen Instanzen. Notar wie Schöffenbank betonen, dass sie solchen öffentlichen Charakter haben. Und die Vollmachten folgten einem einheitlichen Formular. Das heißt, jeder konnte leicht erkennen, ob denn eine Vollmacht so aussah, wie sie auszusehen hatte. Wenn man 5 bis 10 gesehen hatte, dann wusste man, was einen erwartet und ob das wie eine vertrauenswürdige Vollmacht aussieht oder nicht. Am Schluss dieses regelmäßigen Aufbaus kommt ein ganz besonders wichtiger Teil. Da versichert nämlich der Vertretene, dass er sich an alles halten wird, was sein Vertreter ausgemacht hat oder was er tun würde. Und das war jetzt ganz besonders wichtig für den Dritten, mit dem der Vertreter handelte. Das heißt, wenn der Vertreter etwas kaufte, dann sicherte der Vertretene zu, dass er das auch bezahlen würde. Wenn der Vertreter mit einem Schuldner zum Beispiel die Stundung einer Schuld ausmachte, dann sicherte der Vertretene zu, dass er sich auch daran halten würde und dass er nicht den Schuldner ins Schuldgefängnis werfen lassen würde, weil er die Schuld immer noch nicht gezahlt hat. Diese Bevollmächtigung versicherte also demjenigen, der sie konsultierte, dass der Vertreter rechtmäßigerweise für jemand anderen handelte. Er trug ein Schriftstück mit sich. Dieses Schriftstück sah aus, wie eine Bevollmächtigung eben auszusehen hatte. Eine öffentliche Instanz garantierte ihre Gültigkeit und der Vertretene übernahm darin alle Verantwortung für die Handlungen des Vertreters. Dieses Dokument stellte also sicher, dass der Vertreter als Vertreter anerkannt wurde. Diener hatten häufig eine solche Vollmacht dabei, mit der sie sich als Vertreter ausweisen konnten. Die Vollmacht mussten sie aber nicht immer vorlegen. Das gilt zum Beispiel für Lienhard Rottengatter, den Diener von Lienhard Tucher in Antwerpen. Das ist derjenige, der sich auch um die Lehrjungen Gedanken gemacht hat. Wenn er einfach nur Konfitüre oder Fässer mit Oliven für seinen Herrn einkaufte, dann musste er sich dafür nicht eigens ausweisen. Aber seinem Herrn gehörte auch ein Stück eingedeichtes Land in Seeland. Und wenn Lienhard Rottengatter seinen Herrn als Inhaber dieses Landes vertrat, also zum Beispiel Zinsen einzog, dann musste er schon eine entsprechende Vollmacht vorlegen. Also es gab 8 Akte, bei denen es wichtig war, dass man sich offiziell ausweisen konnte und es gab Akte, bei denen einem einfach geglaubt wurde, dass man schon der legitime Vertreter war. Interessant ist jetzt aber, dass Vollmachten nicht nur vom Herrn für die Diener ausgestellt werden, sondern dass Kaufleute auch häufig Menschen bevollmächtigten, mit denen sie sonst in gar keinen weiteren Beziehungen standen, also die weder ihre Diener waren noch ihre Gesellschafter. Und das tat er nun insbesondere, wenn er Spezialisten brauchte, also wenn er sich vor Gericht vertreten lassen oder Schulden einziehen lassen wollte. Und dafür setzte ein Kaufmann meistens Leute ein, die aus dem Ort stammten, an dem sie tätig werden sollten. Zum Beispiel wollte Dirk Bestu, ein Kaufmann aus Lübeck, in Brügge gerichtlich gegen einen anderen Hanse-Kaufmann vorgehen. Dazu beauftragte er 2 niederländische Advokaten, Jan de Boit und Joost de Bruyne. Und die waren vor dem Brügger Gericht zugelassen. Und dieser Lübecker, Dirk Bestu,
war selbst in Antwerpen ansässig, also hatte seinen ständigen Wohnsitz in Antwerpen und vertrat dort noch weitere Lübecker Kaufleute. Insbesondere suchte er für diese Lübecker weitere geeignete Vertreter vor Ort aus. Also wenn jemand in Lübeck war, aber Schulden in Rouen einziehen lassen wollte, dann konnte er Bärstow, dem Lübecker in Antwerpen, sagen: Kennst du da vielleicht jemanden aus Rouen, den ich das machen lassen könnte, den ich dafür bevollmächtigen könnte? Oder wenn jemand in Antwerpen noch einen Konflikt austragen lassen wollte, weil ihm noch Geld geschuldet wurde oder er selber noch Geld schuldete und er nicht selber aus Lübeck nach Antwerpen reisen wollte, nur um vor Gericht aufzutreten, dann konnte er auch direkt Bärstow kontaktieren und sagen: Kennst du da jemanden, der diesen Gerichtsfall für uns durchziehen kann? Und direkt Bärstow ging dann jeweils zum Rat von Antwerpen, legte seine Vollmacht aus Lübeck vor und übertrug sie dann an französische Schuldeneinzieher oder an niederländische Anwälte. Die gleiche Rolle spielte Georg Timmermann für die Danziger Kaufleute. Auch er war langfristig in Antwerpen ansässig, war in Danzig aus religiösen Gründen exiliert worden und suchte jeweils für die Danziger Kaufleute Vertreter vor Ort. Dann ging er vor den Rat von Antwerpen, legte seine Vollmacht aus Danzig vor und übertrug sie zum Beispiel an gerichtliche Vertreter vor dem Rat von Brabant. Diese Fälle zeigen zwei interessante Aspekte. Erstens, Vollmachten ermöglichten es den Kaufleuten, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht zu ihrem engen Kreis gehörten. Der Lübecker Bärstow übertrug seine Vollmacht nicht nur an Lübecker, sondern an Niederländer und an Franzosen. Zweitens, dieses System konnte nur funktionieren, weil die Städte ihre Vollmachten wechselseitig anerkannten. Anerkannten ihre Vollmachten gegenseitig. Die Vollmacht aus Danzig wurde vom Antwerpener Stadtrat als gültiger Legitimationsnachweis anerkannt. Und gleiches gilt auch umgekehrt, wie wir schon gesehen haben: Wenn der portugiesische Kaufmann seine Vollmacht aus Antwerpen mit nach Danzig brachte, dann erkannten auch die Danziger diese Antwerpener Vollmacht an. Tatsächlich stellten eigentlich alle Städte im Spätmittelalter solche Vollmachten aus. Ich habe mal mehr oder weniger willkürlich welche gesammelt, auch eigentlich nur Idierte gesammelt, und bin dabei schon gestoßen auf Vollmachten aus Bozen, Venedig, Köln, Lissabon, Essen, Danzig, Basel, Kiel, Nürnberg, Augsburg, Mittenwald, Marseille, Bamberg und Tallinn. Hier sehen Sie einige Vollmachten, die im Lübecker Archiv erhalten blieben. Das ist zum Beispiel die in der Mitte, ist eine aus Kiel, oder die unten rechts kommt aus Köln. Das heißt, die Städte spielten auch eine wichtige Rolle dabei, dass das zweite Problem der Vertretung gelöst werden konnte. Also die Frage, wie ein Vertreter sicher gehen konnte, dass er auch als legitimer Vertreter anerkannt wurde. Das konnte er, weil er ein Dokument dabei hatte, das in verschiedensten europäischen Städten als legitimer Nachweis anerkannt wurde. Diese Anerkennung blieb nicht beschränkt auf den engeren Kreis der Städte in der Nachbarschaft oder in der Region. Augsburger Vollmachten wurden nicht nur in Nürnberg anerkannt und Lübecker Vollmachten nicht nur in Danzig. Sondern Bevollmächtigungen konnten Kaufleute über ganz Europa vernetzen. Eine Lübecker Vollmacht wurde auch in Lissabon anerkannt und umgekehrt und eine Augsburger Vollmacht auch in Stockholm als gültig betrachtet und umgekehrt. Und das Ganze funktionierte auch noch ohne eine Zentralinstanz, ganz ohne eine Behörde zur Sicherstellung der gegenseitigen Anerkennung von Bevollmächtigungsinstrumenten. Insgesamt ergibt sich damit folgendes Bild. Für Kaufleute im spätmittelalterlichen Nordeuropa gehörte es zum täglichen Geschäft, sich vertreten zu lassen. Dafür gründeten sie Gesellschaften, sie stellten Diener ein, oder sie bevollmächtigten einen Kollegen, an ihrer Stelle zu handeln. Zusammenarbeit war geradezu eine Selbstverständlichkeit. Das heißt natürlich nicht, dass nicht jeder einzelne Kaufmann besonders daran interessiert gewesen wäre, dass es seinen eigenen Geschäften gut ging. Aber damit seine eigenen Unternehmungen florierten, war es eben eine gute Idee, sich mit anderen zusammenzutun. Kaufleute kooperierten, weil der Handel so besser funktionierte und davon jeder Einzelne profitierte. Zudem lernten die angehenden Kaufmann schon in ihrer Zeit als Lehrjungen, dass ein guter Kaufmann eben mit anderen zusammenarbeitete.
Wer diese gemeinsamen Werte nicht teilte, hatte es schwer, in den Kreis der Kaufleute überhaupt aufgenommen zu werden. Gerade weil die Kaufleute so viel kooperierten, musste klar sein, wer eigentlich gerade für wen handelte, wer gerade wen vertrat. Dafür hatten die Vertreter Vollmachten dabei. Sie bestätigten, von wem sie eingesetzt worden waren. Nicht nur für Kaufleute war Kooperation also eine Selbstverständlichkeit, sondern auch für die Städte. Sie stellten solche Vollmachten aus und erkannten Vollmachten aus anderen Städten an. Kooperation kann man damit geradezu als Grundpfeiler bezeichnen, auf dem der wirtschaftliche Austausch in Nordeuropa ruhte. Kaufleute konnten ihren Handel kaum organisieren, ohne mit anderen zusammenzuarbeiten und ohne sich darauf zu verlassen, dass auch die Städte, in denen sie handelten, in gewisser Hinsicht zusammenarbeiteten. Kooperiert wurde mit jedem, der etwas zu bieten hatte, nicht nur mit den Kollegen aus der eigenen Stadt oder der eigenen Region. Natürlich standen einzelne Kaufleute an einem bestimmten Ort oder auch einzelne Städte in Konkurrenz miteinander. Aber insgesamt war die Herausforderung, im späten Mittelalter Handel zu treiben, doch so groß, dass sie sich besser in Zusammenarbeit bewältigen ließ. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.